Hallo und willkommen zurück bei OMSI. Willkommen zum NE19. Es ist eine Kombinationslinie mit dem NE18 zusammen. Das heißt, in der letzten Folge der NE18, da sind wir ja von der Schulz-Delitzscher Straße nach hier gefahren, zum ZOB Bottrop. Und hier geht es jetzt weiter als Linie NE19 vom ZOB nach Gelsenkirchen-Burer Straße. Ja, deswegen, der Einfachkeit halber und weil wir auch schon alles geladen haben im Bus, bleiben wir einfach bei unserem Setra 415. Wir haben hier schon den besagten Fahrplan vor uns liegen. Wir haben noch 9 Minuten Zeit. Das heißt, wir ändern jetzt mal unsere Linie. Linienwechsel. Da haben wir die Linie 1902. Müsste das hier dann auch wieder sein. Gelsenkirchen-Burer. Nein, das war es nicht. Das ist die Linie 1901. So sieht es schön aus. Bottrop ZOB. Jawohl, ja. Und Gelsenkirchen-Horst. So, dann fahren wir auch mal kurz nach vorne. Und warten jetzt mal auf Fahrgäste. Jetzt spulen wir nochmal die Zeit ein bisschen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da wollen auch schon zwei Damen mit. Ja, ja. Sehr schön. Also, es lübt, Freunde. Warum heiße ich jetzt 019? Das gefällt mir nicht. Naja, was soll's. Da möchte noch eine Dame mit. Was machen denn jetzt so viele Damen hier? So, eine Minütchen noch. Das können wir auch mal vorspulen. Zack. So, dann geht es los. In die Nacht. NE2, NE19. Und da kommt grün, das ist gut. Sag mal, habt ihr einen Schatten oder was? Meine Güte. Ich schleiche hier fast. Mit 20. Oh, es ging mir auf den Keks. Nächste Haltestelle, Horster Straße. Bin so wieder zu früh. So, wer beschwert sich hier hinten? Da! Warum sitzt du dich nicht hin? Du Olle, Unglaublich. Will die mit? Nee. Auch hier schön mit Lampen. Herrlich. Klick, klick. So, ihr hattet logischerweise jetzt noch keine Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben bezüglich. Nächste Haltestelle, Janusz Korkzer Gesamtschule. Genau, den Namen dreimal schnell hintereinander aussprechen. Noch keine Möglichkeit gehabt, auf meine Frage aus der letzten Folge zu antworten bezüglich der Spaßfahrten. Keine Sorge, ich gebe euch jetzt hier noch ein bisschen mehr Zeit, um dann eine passende Antwort zu verfassen. Schon wieder eine Minute zu früh. Nächste Haltestelle, Ostring. Thank you.
Wo? Nee. Wir fahren geradeaus. Alter Lenkrad, was hast du? Hallo. Hallo. Halbe Minute zu früh. Eieiei. Nächste Haltestelle, Düppelstraße. Was war das denn? Na! Hör auf, das Beinchen zu heben. Über den Bus brauche ich euch ja nichts zu erzählen, falls ihr jetzt die letzte Folge nicht gesehen habt. Da habe ich den Bus vorgestellt. Es ist ein neuer bei mir im Fundus und macht echt Spaß, mit dem zu fahren. Nächste Haltestelle, Siemensstraße. Fast eine Minute wieder zu früh. Was hat mein Lenkrad hier? Es hat was dagegen, wenn man es anfasst. Nein. Das war noch gelb. Oh, auch geil. Achso, ich brauche noch ein Thumbnail. Hm. Na. Was ist das denn? So herrlich. Gehen wir wieder nach hinten. Zack. Und schon ist es an der Zeit. Weiter geht's. Oh Gott, wie süß. Ach so, ja. Muss er die Haltestellen wieder anmachen. Nächste Haltestelle, Neubahnhof. Diese Brücke hier, der Wahnsinn.
Wir stehen gerade genau auf der Kuppe. Ja, aber wirklich. Nächste Haltestelle, Bäuermarkt. Steigen hier mal Leute ein. Hallo Busfahrer. Na, bin. Schon wieder eine Minute zu früh. Oh. Warum steht Ömi Pömi? Es gibt so viele freie Sitzplätze. Naja. Auf geht's. Wir wollen hier heute noch ankommen. Fehlte da jetzt eine Ansage, oder? Nächste Haltestelle. Am Jugendkombihaus. Nicht das Pfötchen heben. Jugendkombihaus. Was ist denn ein Jugendkombihaus? Komm, wir nielen mal. Nächste Haltestelle in Bollmannsheide. Ach, da sind sie wieder. Meine Freunde, die Ampeln. Wieso gibt es hier drei Ampeln für links abbiegen, wenn es nur eine Spur gibt? Hat aber einer Lust, Kopieren einfügen zu drücken. Ja, jetzt haben die erst wieder grün. Lalalala. Der ein oder andere fragt sich sicherlich, warum ich jetzt in den letzten Videos relativ still auch in den OMSI-Videos bin. Hat was damit zu tun, dass ich versuche mich so ein bisschen hier zu entspannen auch und euch auch die Möglichkeit zu geben, halt hier das alles zu genießen. Anfangs hatte ich ja immer so ein bisschen Schiss, dass wenn man nichts sagt und gerade jetzt hier so lange an der roten Ampel steht, dass es schnell langweilig wird, gerade für den Zuschauer. Aber ihr habt mir so viele tolle Sachen in die Kommentare geschrieben, dass das nicht so ist. Und insofern danke dafür und bestätigt mich, dass ich mich auch ein bisschen zurücklegen kann, nicht immer quatschen muss. Und insofern denke ich mal, passt das. So, wir haben jetzt nur noch eine halbe Minute Verfrühung. Danke. Manchmal ist man so
zeitig und wie jetzt dann aufgrund einer Ampel ist man dann direkt wieder in Zeitdruck. Nächste Haltestelle Hartmannshof. Alter, ich fahr 56. Unglaublich. Die Ömi-Pömi geht jetzt zum Hartmannshof. Nächste Haltestelle, Braunburgstraße. Ich bin zu spät. Ich fasse es nicht. Das war etwas schärfer gebremst. Na! Eigentlich heißt ja auch Bührerstraße, lese ich gerade. Ich sage immer Bührerstraße. Heißt es Bührerstraße. Entschuldigt bitte alle Gelsenkirchener. Kann mal passieren. Nächste Haltestelle, Essener Straße. Ach, dafür, dass das nicht so viele Haltestellen sind, sind wir echt jetzt schon lange unterwegs.
Da sind wir gleich schon. Wie soll man die Ampel denn da lesen können? Also wenn man hier drin sitzt. Der Schlosshorst. Na. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Burer Straße. Die sagt aber auch Burer Straße. Naja, okay. Vielleicht war ich doch gar nicht so verkehrt. So, da sind wir ja mit dem NE16 gekommen. Jetzt kommen wir von hier. Wieder hier auf die Busspur. Man musste übrigens mit dem NE16 einmal aus der Haltestelle rausfahren, komplett bis zur nächsten Haltestelle fahren und auf der Kreuzung dann einmal drehen. Also noch beschissener hätte man das, glaube ich, nicht machen können. Ich denke mal, genau so werden wir das jetzt hier auch machen müssen. Ach nee, NE19, wir können hier rechts abbiegen. Links abbiegen. So, dann lassen wir sie hier raus. Haben wir hier schon unseren Terminus? Nein. Okay, dann nehme ich euch jetzt noch mit. So, müsste doch sein. Alle leer? Oh, nee. Okay. Dann kommen die vielleicht auch noch mit. Ja, tatsächlich. Die fahren echt mit. Krass. Terminus ist da vorne. So, da wären wir. Und die Auswertung kommt. Alles okay. Sehr schön. Ja, Freunde, voller Erfolg auf ganzer Linie, würde ich sagen. Na, der Horst in Gelsenkirchen. Dann sind wir hier am Ende angekommen. Der Bus und ich, wir drehen jetzt noch eine Runde, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Wir fahren nämlich hier zurück zum Zopf. Sehen uns wieder dann in der nächsten Folge, dann mit der nächsten Nachtexpresslinie, wenn es da noch eine gibt. Ansonsten kommen dann die SB-Linien. Macht es gut, schönen Tag euch jetzt noch. NRW 18, adieu.